Zu. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 14. Juli 2022, und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir haben heute wieder ein Gap. Diese grauen Linien zeichnen uns die alten Gaps, die geschlossen worden sind. Jetzt haben wir ein neues Gap und deswegen ziehen wir mal die nächste graue Linie da ein. Da liegt das Gap, und bei welchem Preis? Bei 12,768. Wir sind unterhalb des Daily Pivots, das heißt, ich gehe erstmal auf die 12,7, platziere die Order. Spielregel nochmal an der Big Number, das sind die 100er Zahlen, Differenz immer 100 Punkte Abstand zu dem nächsten Level im DAX. 12,7, 12,8, 12,6. Wir treten dreimal diese Big Number auf jeweils diesem Level, also 12,7 dreimal, 12,8 dreimal. Insgesamt im Laufe des Tages, und ab dem zweiten Trade gehe ich auf angepasst. Wohin steuern wir denn das Boot? Wir nehmen immer so die 50er-Marke. Einmal hier die Zone, und heute ist es die Zone auch Daily Pivot, ein Stückchen darunter. Da wollen wir hingehen. Das heißt, wenn der Kurs nachher reinlaufen sollte hier, dann geht es dort oben hin oder nach unten. Das weiß ich natürlich nicht. Und versuchen das ab dem zweiten Trade dann anzusteuern. Ab zweiter Trade bedeutet, wir gehen rein, und dann versuchen wir dem Markt Begleitschutz zu geben, wenn das gut läuft, in unsere Richtung läuft. Zweites Ziel heute natürlich das Gap. Das heißt, wenn wir oberhalb des sogenannten Daily Pivots sind, würden wir dann auch diese Zielmarke ansteuern. Das würde so um die 12,8 liegen. Jeden Morgen schauen wir einmal auf die gestrigen Boxen. Und auch hier sehen wir blaue Boxen. Ja, das sind unsere Blue Boxen, die wir traden, wenn sie kleiner sind als 30. Und wir sehen es hier 29,95. Das kann man machen. Dann kamen hier die Wirtschaftsnachrichten auch teilweise raus. Und Sie sehen aber, gestern waren hier große Bewegungen wieder am Markt. Und das heißt, wir messen mal ab. Die Range im DAX gestern 240 Punkte. Und wir brauchen 15 Punkte, um unsere Trades in den Gewinn zu kriegen. Und da kann sich jeder die Frage stellen, schaffen wir das? Natürlich schaffen wir das. Wir dürfen nur nicht zu viele Boxen gleichzeitig traden, wenn der Markt anfängt, eine Pause einzulegen. So, der nächste Rubrik sind die sogenannten Vola-Boxen. Und bei den Vola-Boxen, ja, schauen wir einmal mal nach, wo kommt die Vola-Box heute rein? Wir haben 12,715, 12,715 aktuell, und 12,730 ist der Markt. Das heißt, das wird so um die Markteröffnung eine Vola-Box reinkommen. Auch wenn wir jetzt gestern reinschauen, waren gute Trades hier, eins rein, da rein, dann hier ein bisschen seitwärts. Wir sehen es hier, eins, zwei, 3, 4, 5, und dann ging es dann hoch. Aber das ist dann auch hier die Mittagszeit, und da haben die Clubmitglieder eigentlich Tradingverbot in der Mittagsphase, weil der Markt dann sehr ruhig verläuft. Aber dann gab es dann hier wieder schön Bewegung in der Nachmittagssession. Gut, dann gehen wir in die Gesamtmarktüberblick, wie wir jeden Morgen unsere Routine, und fangen an mit Bitcoin. Vorlage, Zickzack-Linie. Und Daily sind wir short. Und wir sehen hier nach wie vor auf den Tagesschart die Unterstützungszonen. 4 Stunden sind wir noch short, aber dann geht es Stunde schon mit Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten short. Nächster Markt ist Ethereum. So. Ether Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Heute auch wieder Crypto Roundup, Crypto Thursday. Dow Jones Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short,
15 Short und 5 Minuten auch Short im Dow Jones. Ja, die Zahlen waren gestern ja nicht so berauschend. S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Da sehen wir ganz schön Druck wieder. Daily im Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Hier ist wieder ja, Zinsanhebungsängste in den Markt, Inflationszahlen, eine Katastrophe. Öl, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short und dann 15 Short und 5 auch Short. Gold, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Also alles zeigt Richtung Süden. Und der letzte Markt ist The DAX, Daily Short, 4 Stunden Short. Und hier auch nochmal sehr schön zu sehen auf dem 4-Stunden-Chart, wo haben wir hier einen riesen Gap noch, was offen ist. Wir sehen es bei 13.700. Alle anderen Gaps, wenn wir hier mal bleiben, sehen wir hier ist geschlossen, da ist jetzt geschlossen, ja, hier ist geschlossen und dann haben wir noch Zwischengaps, die werde ich dann gleich mal zeigen. Auf den Stundenchart sehen wir das noch ein bisschen deutlich. Dann sehen wir hier, das ist geschlossen. Hier ist offen. 12.959. 30 Minuten. Ja, sehen wir das denn noch besser, die Löcher? Ja, dort oben, da. Aber ansonsten ist hier alles geschlossen. Heute, wie gesagt, das neue Gap finden wir denn hier. 15 Minuten sehen wir es dann nochmal. Und 5 Minuten auch Short im DAX. Das ist der kurze Überblick. Big Number bei 12,7 haben wir jetzt platziert. Wir gucken einmal auf MTX. Gestern zweimal zwei Long Trades, ein Short Trade. Beide sehen wir mit den Boxen erfolgreich nach Hause gebracht. Und wie sehen wir jetzt die Situation? Die Situation ist hier Short und die blaue Sonne. Wir warten auf eine Gegenbewegung hier bei MTX. So, 4 Stunden sind wir auch gleich dabei. Kinjunzen, ich aktualisiere das Ganze mal. So, alles schließen. Wir arbeiten natürlich mit 15. Vielen, vielen Dank. Maurice ist noch nicht da. Und los geht's. Uhr. Wir sind im ersten Trade. Erster Trade. Und stehen kurz vor dem Ausstieg. Und raus. Das war der erste Trade, Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Bedanke mich recht herzlich und wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Und wir sehen, der Markt steigt hier. Die 50er-Zone jetzt angeteasert, ja, relativ schnell innerhalb von einer Minute. Also schöne Wohler. Wir sehen uns dann nicht morgen. Morgen bin ich auf dem Weg nach München zur Messe und erst am Montag wieder. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter und gute Trades allen noch. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.